Grüß Gott, meine Damen und Herren. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte Ihnen heute ein neues Allround TV Sendeformat empfehlen, das es in dieser Form im Landkreis so noch nicht gegeben hat. Es trägt den Titel Jetzt frag' ich. Der Zuschauer hat das Wort. Dazu der erste Bürgermeister der Kreisstadt Altötting, Herr Herbert Hofauer. Ein neues Projekt von Allround TV hier aus der Kreisstadt Altötting. Jetzt frage ich, der Zuschauer hat das Wort. Eine Sendung, auch der direkten Demokratie, eine Sendung, die hier angeboten wird, wo man zu Vertretern in verschiedenen Positionen unserer Gesellschaft Kontakte aufnehmen kann, Fragen stellen kann, diskutieren kann. Eine tolle Initiative. Ich bin gern dabei. In dieser Sendereihe werden wir Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft ins Studio einladen, die Sie zu tagesaktuellen Themen befragen können. Vielleicht erfahren Sie in diesem Zusammenhang auch mehr über unsere jeweiligen Studiogäste. Ihre Fragen können Sie gerne per E-Mail an uns senden. Falls Sie persönlich bei Allround TV mitmachen und somit präsent sein wollen, besteht auch die Möglichkeit, Ihre Fragen als Videobotschaft per WhatsApp an Allround TV zu senden. Wie Sie dabei vorgehen, erklärt Ihnen nun unser Mitarbeiter Marcel. Hallo, mit dieser Anleitung zeige ich, wie man eine Videobotschaft per WhatsApp an Allround TV senden kann. Als erstes öffnet man die App. Danach geht man unter Kontakte, wählt dort Allround TV aus, geht runter und drückt auf Nachricht senden. Danach drückt man auf das Kamerasymbol, dann öffnet sich die Kamera. Man kann zwischen der Selfie-Position und der normalen Frontkamera wechseln. Damit wir Breitbild erreichen, drehen wir die Kamera. Nun können wir aufnehmen, indem wir den Aufnahmeknopf gedrückt halten. Wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, lassen wir ihn los. Nun können wir eine Beschriftung oder einen Kommentar einfügen. Somit ist die Aufnahme beendet und Sie können das Ganze einfach per Knopfdruck an Allrun TV senden. War doch gar nicht so schwer. Viel Spaß, wir freuen uns auf zahlreiche Videoresonanzen. Zukünftig ist dieses Format auch als Live-Sendung auf unserem Allround TV-Kanal und bei Facebook geplant. Der Sendestart von Jetzt frage ich, der Zuschauer hat das Wort, ist Mitte Februar. Dazu abschließend noch ein Aufruf unseres Bürgermeisters. Ich stelle mich diesem neuen Projekt und auch dieser neuen Öffentlichkeit und freue mich auf Ihre Fragen.